Ah, Mann, komm, komm! Ey, Mann, das kann doch nicht sein! Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu Resident Evil Village. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Immer noch im creepy Haus der Puppenmacherin. War die Blutspur hier auf dem Boden schon vorher? Bin mir nicht sicher. Ach, kann es sein, dass das Vieh hier einfach lang gekrochen ist? Okay, gut. Ja, naja, wir haben im letzten Part hier in der Küche aufgehört. Ich brauchte da erstmal eine Pause. Deswegen machen wir jetzt hier weiter. Oh Mann. Oh no. Mach erstmal hier das Ding auf. Da muss ich bestimmt gleich rein. Wenn ich die Sicherung jetzt da rausnehme. Ist doch eine Sicherung, oder? Ja. Dann passiert wieder irgendwas. Ganz bestimmt. Und was ist das hier? Ach, verstecken. Okay. Dann kommt das Vieh jetzt hier bestimmt gleich rein, Mann. Das war so klar. Doch nicht? Geh mal nochmal unters Bett. Und ich bin nicht. Jetzt müssen wir wieder zum Sicherungskasten zurück. Da, ne? Sicherungskasten. Küche. Oder müssen wir jetzt einmal komplett... Oh Gott. Will ich wissen, was das war? Alter! Verstecken, verstecken, verstecken! Ich kann nicht nach hinten gucken. Nee, komm, 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 komm. Dann geh in den Schrank. Mach zu! Alter, ey. Schock meines Lebens. Ich hoffe, es war nicht zu laut auf euren Ohren. Ey, das ist doch nicht Rose. Ich
Ey, ohne Witz, ich kann nicht mehr. Ey, ich hab mich gerade so dermaßen erschreckt. Ich glaube, Dead Space ist für mich gestorben. Bei Dead Space ist, glaube ich, noch schlimmer. Hier hört die Spur einfach auf. Und die Puppe ist natürlich nicht mehr da. Okay, hier können wir nicht durch. Oh Mann. Okay, Schrank. Konnten wir da lang? Da müssen wir lang. Das andere ist nur der Brunnen. Beim nächsten Mal schmeiße ich die Maus weg, ey, ohne Witz. Gar keinen Bock. Gucken wir nochmal im Arbeitszimmer. Ach, das ist jetzt wieder zu hier, oder was? Warum ist das jetzt wieder zu? Ja, zumindest ist alles blau. Das ist schon mal gut. Ich muss mich irgendwie ablenken. Ah, Mann, komm, komm! Ey, Mann, das kann doch nicht sein! Woher habe ich das nur gewusst? Dass der Aufzug jetzt 5 Jahre braucht. Oh, Alter! Los, 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 los! Mach auf, mach auf, mach auf! Lauf mich doch rein! Wo ist der Knopf? Hau rein! Alter! Klar. Ich sag mal, waren die Puppen hier vorher schon alle? Ja, komm. Warum habe ich denn so eine verzerrte Sicht jetzt? Ja, nee. Geh nicht. Ich lass dich nicht. Sag bloß, du lebst noch. Hm? Du bist nicht mehr so schnell, bevor meine Freunde dich kriegen. Tick-Tack, wir spielen um dein Leben. Warte! Was? Na los, such mich! Hä? Hä, was soll ich denn jetzt machen? Hallo?
Warum wackeln die so creepy? Hä? Ergreifen. Wenn es bloß nicht ginge, dann wäre alles. Scheiße, Monster. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Sie jetzt dreimal mit der Schere den Kopf stechen oder was? Ja, die Puppen. Ey, die wackeln ja immer mehr. Gehst du mit Ross auch so um? Mach mal oben. Und warum wird's immer röter? Roter, röter. Komm, zeig dich. Nee, von da können wir gerade eben gekommen. Kann es sein, dass, wenn ich zu lange brauche, ich verkacke? Du kommst hier niemals lebend raus! Cool. Blöder Idiot! Wer tut unschuldigen Puppen so etwas an? Was? Was? Was das? Mia, ich bieg das wieder hin. Was? Gut. Jetzt nichts wie raus hier. Ach. Das ist jetzt wieder ein Teil für den Schlüssel, ne? Okay. So, aber hier ist immer noch was rot. Oh, ich habe meine Waffen auch auf wundersame Weise wiedergekriegt, bevor wir das nehmen. Oh. Angie. Geil. Jetzt habe ich die creepy Puppe im Inventar oder was? Den Schatz? Tatsache, sehr wertvoll. Sie bewegt sich nicht mehr. Das kann auch so bleiben. Hier aus. Na. Nein.
So, Schrotflintenmunition sieht gerade gar nicht so gut aus. Pack das mal da oben hin. So. Aber jetzt trotzdem, ich habe hier immer noch irgendwas nicht gefunden. Eins habe ich in der Aufnahme auch gesehen, da hatte ich einen Pfeil dran gemacht. Das war in der Kirche im Dorf. Da weiß ich jetzt zumindest, wo es ist. Aber wo ist hier das Item? Ey, Mann, ich will halt nichts Wichtiges verpassen. Oben war es nicht, ne? Oben ist nämlich blau. Es muss hier unten irgendwo sein. Oder ist damit vielleicht der Flakon gemeint? Flakon und Beine. Okay. Möchte ich mir trotzdem gerne einmal angucken. Balkon, Beine. Oh Mann. So, habe ich jetzt alles? Ah, okay, jetzt habe ich alles. Okay. Na dann. Lass uns abhauen. Gar keinen Bock mehr hier weiterzumachen. Das war echt bis jetzt die schlimmste Stelle. So oft wie da drin habe ich mich ja sonst überhaupt nicht erschreckt. Vor allen Dingen nicht so krass. Ey, das war richtig mies. Hier die Schrift, die da drin war, ist auch weg. Das um Ladezeiten zu kaschieren. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Ich glaube schon, oder? So, und hier haben wir immer noch einen Schatz. Wenn ich jetzt einfach die Puppe dahin lege. Das geht nicht. Kann hier nicht verwendet werden. Familienfoto? Ah, das haben wir wieder gekriegt, okay. Schatzkarte, Brunnenkurbel, Flakon. Komme ich anscheinend noch nicht ran, wa? Na gut, dann nicht. Warte mal. Ist das jetzt hier offen? Das war vorher nicht offen, oder? Hier war vorher alles verwuchert. Okay. Blindmunition nehme ich gerne mit. Hi. Komm ich da so ran? Nee. Oh doch, hat geklappt. Cool. Was ist das?
Kugel, Sonne und Mond. Okay. Nee. Was Wichtiges? Tatsache. Okay. Ich hab's schon gerade gedacht, als der da oben lag. Okay. Und wo kommen die denn jetzt überall? Okay. Hi. Die kommen ja von überall. Ey. Weiß nicht, ob das jetzt so geil ist. Nein. Ausrüsten bitte. Na, mit sowas komme ich klar. Das ist okay. Vier Schuss für die Schrotflinte. Dann würde ich da gerne einmal was herstellen. Abwehrgewehr, kann ich das nachladen? Ich habe nur vier Schuss. Okay. Die sind jetzt wegen der Kugel gekommen, oder was? Die wollten ihre Kugel nicht rausrücken. Das ist gut. Oh, und Dietrich. Nett, danke. Sehr schön. Eine Mine? Auch okay. Ach, hier hätte ich mich jetzt verbarrikadieren können. Oh! Geil! Eine neue Schrotflinte. Die aber nur vier Schuss hat. Okay. Untersuchen. Eine Vorderschaft Repartierflinte mit großer Streuung, die besonders gegen Gruppen von Gegnern effektiv ist. Okay, was ist mit dem Ding hier? Eine Vorderschaft Repartierflinte, wie sie häufig zum Jagen verwendet wird, feuert verlässlich und stabil. Okay, die macht 760-1-2-2-7. 760-1-2-2-7. Okay. Die ist, macht auf jeden Fall mehr Schaden. Und ich wollte ja auch eine zweite Schrotflinte haben. Deswegen tauschen wir die aus. Schießen die dann irgendwann demnächst leer. Die hier. Und dann kaufen wir so und graden die hier ab. So der Plan. Jetzt bloß nicht mehr nachladen. Nice, nice, nice. Alles klar. Gut, dann mache ich hier aber erstmal Schluss. Machen wir im nächsten Part genau an der Stelle weiter. Damit sage ich erstmal wieder recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Resident Evil Village oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank.
Hau da rein.